Und herzlich willkommen zurück zur Loose-Liga mit mir, dem Lean. Und wir haben jetzt 45 Siege, 53 Niederlagen. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 30 Folgen oder so hintereinander verloren. Ist mir auch egal. Ich sag mal, wenn ich bis Rang 30 abgestiegen bin, dann steige ich aus. Dann mache ich nicht mehr weiter. Dann habe ich es eingesehen, dass man... Oder dass ich in dem Spiel nicht aufsteigen kann, entweder weil ich der Noob bin oder weil ich nur Noobs zugewiesen kriege, ich weiß es nicht. Aber wenn ich bis 30 absteige, ist für mich Ende. Weil das ist zu hart. Nach den Placement-Matches war ich, glaube ich, damals Rang 20 oder so. Hab mich dann bis 16, fast 15 hochgespielt. In ewig langer Arbeit, was ich jetzt innerhalb von 2 Tagen alles zunichte gemacht habe und jetzt schlechter bin wie nach den Placement-Matches. Das ist schon bitter. Das ist schon richtig bitter. Das ist schon schlimm genug, dass Wochen, Monate langes Hochkämpfen für die Cuts war. Da ich auch noch schlechter bin wie ganz am Anfang, das ist hart. Das ist richtig hart. Und immer wenn ich das Gefühl habe, so, heute spielt sich nochmal hoch, dann spiele ich mich sogar noch weiter runter. Ich habe das Gefühl, wenn ich einfach gar keine Heldenliga spiele, dann ist meinem Account damit mehr geholfen. Zumindest rangtechnisch. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Die letzten beiden Folgen auch mit Antania unterwegs gewesen. Ich habe bei beiden Runden das Gefühl gehabt, dass wir zu wenig Damage hatten. In der ersten Runde war ich Seratul als einziger DD, weil die Waller, die wir dabei hatten, Vampirschlag, Steinhaut und all so ein Müll geskillt hat. Öllenschreine. Ich nehme Gaslo oder Seratul. Hey, wieso denn Morki? Kann jederzeit Funkelchen, okay. Höllenschreine versuche ich mal, Gaslo. Bei der Map kommt es mehr oder weniger eh nur darauf an, die Höllenschreine, die Mobs kaputt zu machen, möglichst schnell. Mein Hass kennt keine Grenzen. Wenn ich jetzt wieder Keltas nehme. Hat einer nach einer Abrissbirne verlangt? Shalanore. Das Licht lässt niemanden im Stich. Oh Mann, das wird eine harte Nummer. Das wird eine richtig übel harte Nummer. Das sage ich euch so, weil Gaslo ist King auf der Karte. Ja, das Losen nimmt seinen Lauf und meine Verzweiflung auch. Ich bin mittlerweile richtig schlecht gelaunt. Seid mir nicht böse.
Aber es bleibt nicht aus, ne? Bleibt nicht aus. Ja, der ein oder andere denkt sich jetzt vielleicht, warum mache ich es dann noch? Ich habe ehrlich gesagt immer noch die Hoffnung, dass das ein bisschen kippt, dass ich mal wieder ein paar Runden gewinne, dass ich mal langsam wieder mein Comeback feiere, aber irgendwie ist es egal, welchen Hero ich nehme, es ist egal, was ich probiere, was ich irgendwie immer lose, in jeder Runde. Es ist so krass, Alter. Ich meine, mag sein, dass ich nicht perfekt bin und das irgendwo auch ein Stück weit verdient habe, dass ich die Runden verliere teils, aber solche Vögel dabei, die teilweise... Oh, ganz furchtbar specken wie im letzten Game, die Walla, Alter. Oder vorletztes Game, ich weiß es nicht mehr. Die Steinhaut skillt und Vampirschlag und alles als einziger DD und man sich nur denkt, ja, okay. Skill mal schön Steinhaut, Junge. Naja, der Gaslow wird noch richtig ätzend werden auf der Karte. Die Sonne erleuchtet meinen Pfad. Nein! Es soll geschehen. Alter, da wäre ich fast drauf gegangen. Ey, wieso ist keiner Bot? Kürze aktiviert. Helden, macht euch bereit. Es ist soweit. Aktiviert den Schrein und richtet seine Wächter. Dann soll uns der Bestrafer hörig sein. Oh Mann, da wollen wir mal gucken. Aber ich sage euch eine Sache, Gaslow ist King hier. Gaslow ist einfach der King. Nein! Ja, Fokus, Junge. GG. Gaslow macht das weh. So soll es sein. Unser Vögelchen, Alter, hat so eine krasse Range, Alter. Und rennt da übelst rein. Ja, das. Ein Eisbestrafer zieht gegen uns ins Feld. Jo, tschüss, Joanna, tschüss.
glorreicher Kampfhelden. Der Bestrafer des Gegners wurde zerschmettert. Richtig geil. Richtig gut. Fett. Alter, könnt ihr mal hier mit Schaden machen, Junge? Auf irgendeinen? Ja, helft mir nicht. Gar kein Problem. Braucht ihr gar nicht. Okay. Alter, mit dem Mobs im Nacken, mit dem Cannons im Nacken. Es soll geschehen. Mana, alles. Alles. Erstmal raus. Ich muss mich zurückziehen. An einem Schrein sammelt sich Energiehelden. Zu spät, alles zu spät. Keine Lanes, Junge. Murky rennt mit dem Team mit, Alter. Das kannst du so knicken, Junge. Aktiviert den Schrein. Lasst nicht zu, dass unser Gegner die Macht des Bestrafers beansprucht. Klar, Illidan killt mich. Alter, block mich doch nicht! Oh! Murky ist der Beste, ja. Kann nichts tun. Ist einfach zu hart. Unser Gegner hat einen Arkan-Bestrafer herbeigerufen. Dämons wurde aus diesen Himmeln getilgt. Sehr gut. Keine Lanes, du. Es soll geschehen. Alter, wir sind immer noch zwei Level hinten, Junge. Das ist so krass. So soll es sein. Ein Schrein baut Energie auf. Macht euch bereit, ihn zu aktivieren. Schrein ein. Zeigt seinen Wächtern eure Entschlossenheit. Hammer.
Komm! Ja! Komm! Wofür hebe ich den hoch? Ja! Gut. Euer Lebenslicht ist erloschen. Alter, was war das? Die Mächte des Bösen sind stark. Hammer. Hammer, Junge. Hammer, die Leute. Joanna D. benutzt es. Sie kein weiteres Mal unterschätzen. Ach, mit Gazlo, die haben so schnell die Möpse zusammen. Das kannst du knicken. Ja, und der hier macht Lanes, junge Vögelchen. Okay. Hallo, Hilfe. Hallo, Hilfe. Genug ist genug. Lasst uns einhalten. Der Bestrafer unserer Feinde kommt ins Wanken. Er ist ein stark sterbliches Wesen. Außerordentlich. Ach, das ist doch hier schon wieder Tropfsteinöl in Parade, Junge. Ah, schön von hinten aufgefressen worden. Cool. Schon wieder geblockt, alles klar. Lasst ihn nicht in die Hände und wieder geblockt. Nein! Hier! Oh. Ach Gott. Barkam-Barriere, besser ist das. Im Namen der hohen Himmel fordert die besser Macht ist des das. Bestrafers. Ja, und der Gazlo, der geht hier schon gut ab. Zu spät.
Ja, das Krasse ist, der Gazlo wird halt die ganze Zeit ignoriert, weil der Ille dann hier rumspringt. Und selbst der... Oh, das war knapp. Bestrafer bahnt sich seinen Weg zu euch. Schon wieder, ne? Ich muss mich zurückziehen. Die Sonne erleuchtet meinen Pfad. Nein, ich schreib nichts. Ja, das werden wir, denke ich mal, auch verlieren. Weil mit den Kills haben wir uns ja einigermaßen gerettet hier rumgerissen, aber der Arkham-Bestrafer jedes Mal, den wir wegmachen müssen, der immer jedes Mal ein Camp abreißt, Junge. In der Zeit machen die alle Camps auf der Karte. Dann müssen wir wieder die Camps steffen und dadurch verlieren wir das Spiel. Der Bestrafer des Gegners wurde getilgt. That's it. That's it, guys. Die haben nämlich noch alle Gebäude und wir haben nur noch die letzten drei. Und das wird uns das Genick brechen. Ja, jetzt sind wieder alle Camps rot. Sehr gut. Ja, sehr schön. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch! Ja, lebende Bomber, genauso will ich das sehen. Das war eine ausgezeichnete Heilung. Eine beherzte Tat. Stark, sterbliches Wesen. Ich danke euch. Ich bin bald wieder zurück. Verlasst euch drauf. Ja. Blutrausch. Mounte mich halt ab. Danke. Ja. Ein Schrein baut Energie auf. Seid bereit, Helden. Zwingt die Schreinwächter und schickt den Bestrafer gegen unsere Feinde aus. Hilfe! Heal! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Vielleicht können wir es echt noch rumreißen, aber it's a hard thing. Nur weiter so gegen den Bestrafer. Ein Verlust.
brennenden Höllen haben unseren Bestrafer getötet. Oh, unser Usa ist down. Natürlich uncool. Ja, toll. Wir sollten uns mit diesen Söldnern anfangen. Euer Blutrausch ist voll. Ja, cool. Ah, ping, ping, Hilfe, Hilfe! Warum sind wir nicht einfach zurückgegangen? Tja, da freut sich das rote Team. Danke, Morki. Tschüss. Ich trinke mal einen Schluck. Ich kriege noch einen Herzinfarkt hier. Schrein ein, zeigt seinen Wächtern eure Entschlossenheit. Lebende Bombe! Die Sonne erleuchtet meinen Pfad. Der Feind wurde ausgelöscht. Ah, Kiltas kann schon was. Ein Mörserbestrafer folgt den hohen Himmeln in die Schlacht. Ah, es war nicht nur der Phönix, es waren die lebenden Bombas. Hier, zack, zack, bumm. Lebende Bombas. Wow, hätte ich echt auch nicht gedacht, ey. Nice Turnover. Ja. Ah, es war echt krass, ey. Vor allem gegen Gaslow auf der Karte. Nicht schlecht. Ah, jetzt kommt ihr wieder an hier. Ah, Bewertung. Oh, cool, ich habe das Porté gekriegt. Ja, check the score. War am Anfang doch eine sehr harte Geburt. Und, boah, da können wir aber froh sein, dass der Gaslow ein bisschen Müll geskillt hat. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Peace out, ich bin draußen.